So. Was denn? Hier ist Pelikan Echo 419. Kann mich jemand hören? Nö. Hier ist keiner mehr. Alle tot. Roger, Echo 419. Hier ist Feuerteam Charlie. Wie hören Sie? Sind Sie das V-Hammer? Roger, Feuerteam Charlie. Schön von Ihnen zu hören. V-Hammer, wir brauchen einen Transport zur Kommandofähre. Den können wir noch. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Rettungskapseln müssen abfliegen. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt ihnen die Allianz im Nacken. V-Hammer, wir brauchen ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Da oben kommen die Rettungskapseln gerade runter. Ach. So, haben wir ein paar Soldaten gerettet, eben mal im Vorbeigehen. Warthog bereit. Auf geht's. Macht ihn die Hölle. Jo, machen wir. Machen wir. Roger, V-Hammer. Suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie ja, in Sicherheit. Ja, mach ich. So, ach, da haben wir gleich einen Soldaten im Der drauf. Master Chief und ich brauchen Unterstützung. Können Sie ein paar Männer entbehren? So. Dieser Warthog übrigens ist extrem scheiße zu steuern. Möchte ich mal gerade eben darauf hinweisen, wenn man drückt, nämlich mit der mit dem Analogpad nur nach vorne und bewegt dann die Kamera in die entsprechende Richtung, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, weil ich würde irgendwie nur die Kamera würde ich mit der Kamera steuern sozusagen und dann den Wagen mit dem Analogpad komplett, aber das ist irgendwie keine Ahnung. Wir haben jetzt Zugriff auf das Datennetz. Witzig. Wir übertragen taktische Daten auf unverschlüsselte so. Kanäle. Ach ja, verschlüsselte Daten, unverschlüsselte Kanäle, total super. Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gespräche. Okay, macht das. Wo jetzt lang? Da sieht's auch gut aus. Und da sind wir gerade immer runtergefallen. Wir können ja jederzeit hier wieder Wagen aufrichten und so. Ist ja kein Problem. Der Soldat lebt auch noch. Alle super Soldaten hier. Echte super UNSC Marines. Komm hier rein, bitte, Junge. Tritt ja, ich tritt drauf. Ich tritt gleich auf dich drauf, wenn du dich spurst. Ja, perfekt. Obwohl ich glaube, ich fahre nochmal eben kurz zurück. Denn ich habe was vergessen. Ich habe was Wichtiges vergessen. Blup. So, genau. Upsa, und mal eben kurz raus. Und da hinten blinkt was Schönes. Ach, hallo Terminal. Ich durchlebe ein Wirrwarr von Vorfreude und Angst. Alle Vorbereitungen für meine Installation sind abgeschlossen. Dem letzten Dekret des Ökumenischen Rats gemäß habe ich mich von allen verbliebenen Verbindungen zu meiner früheren Station getrennt. Das war nicht schwierig. Was war, kann nie wieder sein. Da mussten wir sehr gründlich sein. Vor meiner letzten Reise durch das große Portal wurde eine Versammlung der Illuminaten in der Krippe der Lebensformer einberufen, die endgültige Indexsammlung zu veröffentlichen. Es war überaus ungewöhnlich, dass an diesem Ort der Wiedergeburt solch ein Ereignis stattfand, obwohl Lebensformer-Schiffe als einzige noch über eine Hyperraumerlaubnis verfügten. Lebensformer sollten uns zu unseren Posten in den aktiven Einrichtungen der Struktur bringen. Obwohl alles soweit nach Plan verlief, blieb eine Angelegenheit völlig unbefriedigend. Wir hatten keinen Kontakt zur Domäne. Die Geschichte unserer Blutsväter war für uns verloren. Wir verließen uns auf die Beständigkeit der Domäne, um unseren Bericht über die Ereignisse zu bewahren. Doch ohne diese Aufzeichnungen würden zukünftige Zivilisationen irgendetwas über uns wissen oder nur über unsere Waffen. Ein anderer Illuminat, 049 Abject Testament, hatte dazu nur eines zu sagen, bevor sich unsere Wege trennten. Wir verdienen, vergessen zu werden. Vielleicht. Doch jetzt öffnet sich das Portal und dahinter wartet ein vertrauter Anblick. Halo. Heimat. Aha. Und wieder nichts kapiert.
wunderprächtig. Es geht anscheinend um diese Illuminaten und diese kleinen Roboter. Was immer die miteinander zu tun haben. Ich glaube, Illuminaten sind diese kleinen Roboter. Und die haben irgendwas mit der Allianz oder mit irgendwas anderem zu tun? Ach, keine Ahnung. Und die anderen Viecher sahen so ein bisschen aus wie unser Master Chief. Wegen dem Visier. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob ich einfach zu blöd bin, über einen Abgrund zu hüpfen. Da kann natürlich auch sein. Ob das so sein soll, dass es so ist oder sonst irgendwas. So. Dann eben nochmal. Ich glaube, beim ersten Mal spielen, ich habe ja schon ein bisschen davor gezockt, da habe ich hierfür 3-4 Anläufe gebraucht und mir ist jedes Mal genau das passiert. Der Waren ist um mich kippt. So aufrichten und ich möchte als Fahrer einsteigen. Als Pfarrer. Geil! Ja, finde ich auch. So. Dann jetzt mal Full Speed die Rampe hoch. Und rüber. Kein Kontrollpunkt? Schade. So. Die Ecke geslidet. Und was haben wir denn hier? Nimm die Hops da vorne. Wir haben Kontakt. Da ist noch einer. Dann schieß doch mal drauf. Hier drüben. Ja, schieß auf sie, verdammt. Gefällt dir das? Ja, gefällt mir sehr gut, wenn du mal drauf schießt. Ich habe nämlich keinen Bock, hier meine gute Munition zu vergeuden. Ja. Schütze, geh nicht drauf. Probier mal. Hey, Bordschütze, da vorne ist einer. Weg von der Nase. Madonna. Haha. Yeah. Say no more. Yeah. Ja. Ist klar, aber schieß doch drauf. Coole Sprüche klopfen kann ich auch, aber schießen musst du mal. Noch mehr. Ja, ich weiß. Schieß doch bitte drauf. Gib mir einen Zielwinkel! Ja, Entschuldigung, da vorne direkt vor deiner Nase schießt doch die ganze Zeit ein. Hä? Oh, das ballert doch drauf! Ja, pass auf, hinter dir. Okay. Yeah. Nimm den großen, nimm den großen. Da. Da ist doch noch ein kleiner, das ist doch direkt hinter der Nase. Mann, schießt der schlecht jetzt. Er schießt ja auch besser als ich. Aber der Warthog, der hält eigentlich jetzt aus. Er scheint wahrscheinlich eher unzerstörbar zu sein. Ja, nimm ihn aufs Korn. Ich hab sie! Wenn er gleich wieder rauskommt, schießt du drauf. Mach mal so. Ist auch ein Kompromiss. Ich bring dich in eine bessere Position, Kumpel. Ich bring dich am besten direkt vor ihn. Da, jetzt schießt drauf. Schießt drauf. Mann, was habt ihr für schlechte Reflexe? Das gibt's aber nicht. Sollte ich mich vielleicht besser als Schütze hinstellen? Schieß rein. Jetzt. Volle Kanne. Hier. Am Ziel bleiben. Boah, wie schlecht schießt denn der? Doch, ja, ach nee. Meine Fresse. Stellen Sie sich an. Ich glaube, ich steige gleich einfach aus. Ja. Oh, Junge. Hey. Okay. Yeah. Zeig dir direkt. Da konnte ich einfach drüber fahren, als der drauf schießt. Aua. Mich hat's erwischt. Ja. Ich merke schon. Wir haben gerade kein Leben mehr. Und der Warthog ist anscheinend doch irgendwie abgeschmiert. Kann man die noch aufrichten? Ja. Kann ich jetzt hier noch als Schütze einsteigen? Du lebst noch, oder? Ja. Okay. Dann hilf mir jetzt einfach mal. Wie wär's damit? Hui! Ja, hui! Bams. Jetzt geh hoch. Hat doch gesessen. Der war auch super. Komm, da kann man sagen, was man will, aber der war gut. Der jetzt eher nicht so. Ich zieh mal kurz die Waffe. Komm raus, Bürschchen. Ich, würde ich gerne abschießen? Ja, da. Noch einer? Es muss eine Vorrichtung geben, um die Spalte zu überwinden. Suchen Sie nach einer Steuertafel oder einem Schalter. Okay, wird gemacht. Wird gemacht. Hier oben ist es. Ah, ich nehme mal kurz noch den schönen Dingensens hier. Ich nehme mal für die andere wieder. So. Nein, ich möchte gerne die Waffe nehmen. Danke sehr. So, da wir gerade ziemlich low auf health sind. Hui! Ich wusste ja zum Glück, dass er schon da ist. Bin ich ja jetzt nicht gerade so einfach doof reingerannt. Die explodieren ja so schön. Es geht drauf. Ich geh doch mal
drauf. Ach, er ist weg. Ach ja, super. Perfettamente. Und da liegen eigentlich Granatäpfel rum. Ach man, oh. Schade eigentlich. So, immer wieder eine frische Waffe eingetauscht. Und mal kurz umgeguckt. Da vorne müsste so eine Art Türsteuerung sein. Ist es das? Ist es das, wonach ich aussehe? Also nicht wonach ich aussehe, sondern wonach es aussieht? Ja, eindeutig. Ach, wie überaus praktisch. Ja, das ist immer nett. Lichtbrücke, hey, super. So, bestimmt erwarten uns trotzdem jetzt gleich wieder massig Gegner. Hier runter? Ja, ich kann hier runter. Ohne gleich 50% meines Lebens wieder zu verlieren, was jetzt in diesem Fall der Tod wäre. Okay. Wo ist denn der liebe Schütze? Ist er draufgegangen oder steht... Nee, er steht da hinten einfach faul rum. Hey, du faule Ratte! Was soll denn das jetzt? Tritt drauf! Oh, der Schütze ist auch ganz schön low. Gut. Geh nicht sofort drauf, das finde ich sehr schön. Ich sollte auch nicht sofort drauf gehen. Das ist eine gute Sache, nicht sofort drauf zu gehen. Sollte man sich allgemein oft merken, nicht sofort drauf gehen. Ist hier was? Oder wer? Oder wo? Oder was? Oder wie? Oder... Sieht aber nicht danach aus. Ich fahre jetzt auch hier nicht RPG-mäßig durch die Gegend und suche Scheiße, weil es gibt sowieso hier nichts zum Looten, glaube ich. Über das Gefechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Ordnung herausgekommen. Der Captain hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Captain Keys und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Ja, super. Effektive Widerstände? Genau mein Ding. So, dann setz mal bitte zurück. Danke sehr. Es slidet so schön, damit kann man so richtig toll in die Kurven driften, beziehungsweise auch nicht, wenn man zu blöd ist. Jetzt fahr geradezu. Jetzt aber. Hui! Ha, hui! Und laden. Ach ja. Ich werde schon speichern, das finde ich noch viel toller. Bam! So. Kontrollpunkt abgeschlossen. Wiedervereinigungstor. Die Musik. Gleich müsste eigentlich die Enterprise hinter dem Hügel hervorkommen. Und, ja, keine Ahnung. Spock auf die Fläche treten. Also, keine Ahnung. Oder auf den Schuh oder was auch immer. Oh Mann! Ja, ich fahre wie der Henker, nicht wahr? Das mag gut oder auch schlecht sein. So, ich nehme an, da vorne jetzt lang. Und jetzt hier so richtig schön einen Stunt drüber. Supi. Ich glaube, da hinten müsste es lang gehen, oder? Jetzt gerade gar nicht so sicher. Das ist also alles so Open World hier. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Oh, Kontrollpunkt abgeschlossen. Hey. Aber die epische Musik ist weg. Schade. Oh. Oh, oh, oh. Nimm die Hops. Was zum... Ja, jetzt stirbt doch nicht gleich. Nein. Nicht wieder reinhüpfen. Raus da. Vollpfosten. Leben regenerieren, danke. So, danke sehr. Nein, hat nicht getroffen. Ich dachte schon. Aber ist irgendwas anderes durch die Gegend geflogen. Wahrscheinlich die Leiche eines Soldaten.